Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier zwei Gläser Müsli to go, Joghurt to go, Porridge, was auch immer man reinmachen will, Früchte, irgendwas, was man für unterwegs mitnehmen will. Dieser Silikonring, der liegt im Glas drin und der ist dazu gedacht, dass man den hier raufschiebt. Ich schiebe und schiebe, manchmal will er umklappen, aber das hat nichts zu bedeuten. Und da soll ein Löffel dran fixiert werden. Das, was diesen Becher so besonders macht, dass man da gleich seinen Löffel dran fixiert hat. So, Deckel wieder drauf. Ist ein normaler Kunststoffdeckel. Es gibt weiter keine Erläuterungen dazu, ob das Spülmaschinen geeignet ist, ob es BPA-freies Kunststoff ist oder so. Nichts dergleichen in der Verpackung mit dabei. Nur eben dieser Ring, der eigentlich selbsterklärend hier rauf muss. Zumindest wenn ich das mit dem Händlerfoto vergleiche. Und dieser niedliche Löffel, der ja soweit eigentlich ganz nett aussieht, aber auch nicht so wirklich wertig ist. So, der kommt hier ran. Eigentlich laut Händlerfoto hängt er ja so dran, aber schaut selbst, er hängt so knapp dran, dass er jederzeit runterhopsen kann. Also so richtig fest ist das nichts. Für einen Transport ist es absolut nicht geeignet. Das ist höchstens, wenn man es im Büro stehen hat, dass man da den Löffel dann mal ranhängt und ja, es hält. Es hält zumindest. So. Und hier wäre das dann dasselbe. Da ist der Löffel mit dazu. Und dann kann man das so praktisch stehen lassen. Warum auch immer. Und irgendwann dann im Laufe des Tages sein Mitbringsel am Arbeitsplatz genießen oder für unterwegs. Für unterwegs halte ich das hier jetzt für weniger gut geeignet. Erstmal aus hygienischen Gründen, wenn der Löffel da so frei hängt und man hat das irgendwo in der Tasche, das kommt überall ran. Ich möchte von solchen Löffel dann nicht mehr essen. Und außerdem würde es sowieso abfallen und irgendwo in der Tasche verschwinden. So ganz kommt mir die Sinnhaftigkeit dabei nicht wirklich rum. Aber wer sich sowas bestellt mit einem Löffelhalter und halten tut es ja nun mal, wenn es zumindest steht und nicht irgendwo auf Spannung steht, so dass es abrutscht, dann ja, wenn man sich sowas bestellt, dann hat man natürlich den Vorsatz, man möchte das mit dem Löffelhalter haben und dann muss man natürlich auch das so nehmen, wie es ist. Ich finde es soweit ganz niedlich. Es hat eine Skalierung in Milliliter bis 300 Milliliter geht es hier. Und hier ist noch in Unzen die Skalierung dran. Und ja, für den Lieferumfang schönes schweres Glas. Ich würde es in der Spülmaschine reinigen. Deshalb wissen wir zwar trotzdem noch nicht, ob es BPA-freies Plastik ist, aber auf jeden Fall waschbar ist es. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.